Wenn dein iPhone nicht mehr richtig lädt oder der Stecker nicht mehr richtig in die Buchse passt, muss vielleicht der Lightning-Connector getauscht werden. In diesem Video zeige ich dir, wie du das selbst reparieren kannst. Die Reparatur ist mittelschwer, da der Lightning-Connector verklebt ist. Hier empfehle ich auch einen Heißluftföhn, damit der Klebstoff gelöst werden kann. Du solltest ungefähr 45 Minuten einplanen. Und das folgende Werkzeug empfehle ich: ein Pentalobe-Schraubendreher, ein Phillips-Schraubendreher, ein Hartplastik-Plektrum, einen Saugnapf, einen Stahlspatel, eine Pinzette und einen Spatscher. Eine bebilderte Anleitung findest du auf unserer Internetseite, an der du auch die Möglichkeit hast, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich hebe jetzt das Display an, indem ich meinen Saugnapf relativ weit unten am Display ansetze und zusätzlich nehme ich mein Plektrum, mit dem ich das Gehäuse gegen den Tisch drücke. Ich hebe das Display mit dem Saugnapf an und sobald sich ein Spalt auftut, schiebe ich mein Plektrum dazwischen und versuche dann mit einer Hebelbewegung das Display vom Gehäuse zu lösen. Jetzt kann ich das Display anheben. Dabei ist aber zu beachten, dass an diesem Ende die Anschlüsse des Displays liegen und die dürfen nicht überdehnt oder zerrissen werden, weil sonst ist das Display beschädigt. Die Kontakte des Displays sind mit 5 Schrauben und einem Blech gesichert. Die 5 Schrauben dürfen nicht verwechselt werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Ich löse die Schrauben und entferne danach das Blech. Das Blech entferne ich vorsichtig mit der Pinzette. Jetzt liegen die Kontakte frei und ich kann sie nacheinander lösen. Ich beginne mit dem Anschluss für die Frontkamera und löse dann den Anschluss für den Home-Button. Danach löse ich den Anschluss für das Display und zuletzt den Anschluss für den Touchscreen. Und jetzt entferne ich das Display. Ich möchte jetzt die Kontakte für den Akku, das Lightning-Kabel und die Antenne lösen. Diese sind jedoch mit 2 Schrauben und einem Blech im Gehäuse gesichert. Ich entferne zuerst die beiden Schrauben, entferne dann vorsichtig das Blech und löse dann den Akku und den Lightning-Connector mit dem Spatscher und die Antenne ganz vorsichtig mit der Pinzette. Ich entferne jetzt den Lautsprecher. Dieser ist mit 4 Schrauben gesichert. Die beiden oberen sind jeweils gleich lang und die beiden unteren sind jeweils gleich lang. Als nächstes löse ich die Antenne des Lightning-Connectors vom Lautsprecher. Diese sitzt in einer kleinen Führung. Die entferne ich vom Lautsprecher. Danach kann ich den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gehäuse herausnehmen und entfernen. Ich entferne jetzt den Vibrationsmotor. Dieser ist mit 2 gleich langen Schrauben im Gehäuse gesichert. Ich entferne dazu die beiden Schrauben und nehme dann den Vibrationsmotor heraus. Der Lightning-Connector ist zusätzlich mit einem kleinen Abdeckblech und 2 Schrauben gesichert. Die beiden Schrauben sind gleich lang und können nicht vertauscht werden. Das Blech kann ich dann vorsichtig mit der Pinzette entfernen. Ich entferne jetzt die 7 Schrauben, mit denen der Lightning-Connector im Gehäuse gesichert ist. Bei den 7 Schrauben besteht Verwechslungsgefahr.
Mit der siebten Schraube ist eine Führung für das Sprachmikrofon befestigt. Bei dem Herausschrauben muss ich beachten, dass mir die Führung nicht verloren geht. Anschließend nehme ich sie mit der Pinzette heraus. Jetzt kann ich den Lightning-Connector aus dem Gehäuse herauslösen. Dieser ist an mehreren Stellen mit dem Gehäuse verklebt. Ich beginne mit dem Sprachmikrofon und löse es vorsichtig mit dem Stahlspatel. Ich versuche es zwischen Mikrofon und die schwarze Kunststoffführung zu führen. Dann setze ich den Stahlspatel an dem Lightning-Kabel an und versuche es schrittweise vom Klebstoff zu lösen. Gehe damit dafür an mehrere Stellen, wo ich einen Eingang finde. Und löse, wie gesagt, vorsichtig und schrittweise das Kabel vom Klebstoff. Bevor ich jetzt weitermache, löse ich noch die Kopfhörerbuchse, da deren Öffnung auch am Gehäuse verklebt ist, und löse zusätzlich dann den Lightning-Connector, also besser gesagt die Lightning-Connector-Buchse. Jetzt kann ich mit dem Stahlspatel fortfahren und diesen weiterhin unter das Flexkabel führen. Da jetzt alles gelöst ist, kann ich das Kabel entfernen. Hier habe ich jetzt den neuen Lightning-Connector und dieser ist noch an den Klebeflächen mit einer blauen Schutzfolie versehen. Die muss ich zuvor entfernen, bevor ich das Ganze einbauen kann. Auch hier am Mikrofon findet sich noch eine gelbliche Schutzfolie. Jetzt kann ich das Kabel einsetzen und beginne dabei vorsichtig mit der Kopfhörerbuchse. Diese führe ich in die Öffnung. Dabei ist ganz wichtig, dass das Mikrofon auch richtig sitzt. Es befindet sich hier eine Nase, der das eingeführt werden kann. Und dann folgt natürlich die Ladebuchse und die Öffnung hier am Lightning-Kabel. Ich kann das jetzt mit den Fingern an das Gehäuse drücken, damit sich der Klebstoff ordentlich verbindet. Das neue Lightning-Kabel kann jetzt mit den 7 Schrauben im Gehäuse befestigt werden. Ich beginne jedoch mit der kleinen Führung für das Mikrofon. Diese hat 2 Öffnungen. Die kleine Öffnung muss über eine Nase geführt werden. Beim Verschrauben der Führung muss ich diese etwas gegen das Mikrofon pressen, da ein Schaumstoff daran gegen das Mikrofon drücken soll. Danach folgen die restlichen Schrauben. Jetzt wird das Lightning-Kabel noch zusätzlich mit der silbernen Abdeckung gesichert. Die beiden Schrauben sind gleich lang und können nicht verwechselt werden. Ich setze jetzt den Vibrationsmotor wieder ein. Die Nase im Gehäuse muss durch die kleine Öffnung am Motor geführt werden. Danach können die beiden gleich langen Schrauben den Motor wieder sichern. Ich setze jetzt den Lautsprecher wieder in das Gehäuse ein. Vorher kommt noch die Führung an den Lautsprecher und dann kann ich diesen vorsichtig ins Gehäuse einsetzen. Dabei ist zu beachten, dass die Antenne unter dem Lautsprecher hindurchgeführt wird. Danach kann ich die 4 Schrauben benutzen, um den Lautsprecher zu sichern. Hier ist auch wieder der Sitz der Führung zu beachten. Mit
Jetzt muss nur noch das Antennenkabel wieder in die Führung gesteckt werden. Ich schließe jetzt die drei Kontakte für den Akku, die Antenne und den Lightning-Connector wieder an. Zuvor muss noch am neuen Lightning-Connector-Kabel die blaue Schutzfolie abgezogen werden, die über der Klebefläche ist. Ich bringe jetzt die drei Kontakte wieder an und beginne mit dem Antennenkabel. Dieses muss mit einem Klickgeräusch in der Buchse einrasten. Dann verbinde ich den Lightning-Connector und zuletzt den Akkukontakt. Dann sichere ich die drei Kontakte mit dem Blech und den zwei Phillips-Schrauben. Ich bringe jetzt das Display wieder an und dafür müssen zuerst die vier Kontakte an das Logic Board angeschlossen werden. Die dürfen dabei nicht überdehnt werden oder gerissen werden. Ich beginne mit dem Kontakt für den Touchscreen, befestige dann den Kontakt für das Display, danach für den Home-Button und zuletzt für die Frontkamera. Jetzt kann ich die Kontakte mit dem Blech und den fünf Schrauben wieder sichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ich die Schrauben nicht vertausche. Eine zu lange Schraube würde in dem falschen Gewinde das darunterliegende Logic Board beschädigen. Mögliche Fehler wären ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung oder ein Bluescreen. Als nächstes kann ich das Display herunterklappen und somit das Gehäuse schließen. Dabei muss ich beachten, dass ich auf der Oberseite das Display am Gehäuse einhake und dann mit etwas Druck das Display im Gehäuse einhake. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über idoc.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.